Es geht schon weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich bin's, euer MC Mafix, und im letzten Part sind wir in das kleine Dörfchen gekommen, was noch kein Dörfchen ist. Aber was noch eins werden wir, denn wir werden hier die Kisten zerstören. Nein, wir werden ihnen ein paar Schätze bringen aus ihrem alten Dorf, was von den Dörfern abgebrannt worden ist. Und ja, dann hoffentlich können sie das Städtchen wieder aufbauen. Wir sind aber eigentlich gerade auf der Suche nach... Nicht da, was ist hier? Ah, Schätze von Kulmberg. Hier lang... zu dem Windstein, doch leider sind hier überall saumäßig starke Gegner und deswegen würde ich sagen, machen wir erst die andere Quest, weil ganz ehrlich, ich hatte jetzt gegen den einen Bergtroll jetzt schon richtig, richtig Probleme. Boah, echt mal. Nack Fanta, wo bist du? Okay. Ich kämpfe mich mal zu ihr vor. Das ist jetzt auch noch außerhalb der Höhle und das können wir machen, aber erstmal töten wir das Huhn. Yep! Ich meine, das ist irgendwie jetzt schon Running Gag. In jedem Rollenspiel kann man Hühner töten. So ein Skyrim, Dragon... nicht Dragon Age. Hat hier auch ein Kings of Amalur. Ich hoffe, wenn irgendwann mal... So ist Patch bei Mass Effect 3, sollte es auch eingeführt werden, dass das Hühner sind irgendwo, dass man die angreifen kann. Ja, freie Männer, scheiß ich drauf. Assassine sogar der freie Männer. Wow. Warum hast du mich getroffen? Das war echt nicht nett. Aber jetzt bin ich auch nicht nett zu dir. Jetzt brennst du. Oh. Müsst du dich echt mit jemandem anlegen, der Magie kann, der dich anzünden kann. Naja, wenn es dir Spaß macht. Für Von Freimann. Was wär's Von Freimann überhaupt? Ich hab grad versucht, den zu schauen. Ja, so, zack, zack, zack. Ach, seht ihr auch, da hinten ist so ein kleiner süßer Bergtroll. Ist das nicht süß? Was ist da unten? Hä? Was ist da unter mir? Ah, geil, da ist der Ehering. Haha, natürlich da. Und da hier überall... ist cool. Elis Azurat-Schwert. Warum hat er zwei davon? Egal. Und da hier überall... da ich da über Wichte gesehen habe, heißt das wahrscheinlich bei meinem Glück, dass hier auch noch ein paar Crudux sind. Oder? Denn Crudux sind ja ganz süß, nett und freundlich. Und ich habe fast nie eine Chance, also wenn ich meinen Abrechnungsmodus benutze. Ja, klingt eindeutig, dass da welche sind. Ah, hier sind Lanchers, oder? Nee. Ach, gut, ne Dieter. Damit habe ich kein Problem. Sagen wir so aus, weil immer wenn so angefressene Sachen das sind irgendwie immer Lanchers, ja. Auch wenn es ein Karneval ist, das habe ich kein Problem. Saug mir auch noch meine Magie aus. Schon aber irgendwie ein mieser Gegner. Ganz ehrlich, wenn ihr hier meine Magie aussaugt. Wo sind denn noch mehr Gegner? Da sind zwei... Oh, das... Scheiße, das ist ein Lancher, das ist ein Lancher, das ist ein Lancher, das ist ein Lancher. Ich habe keinen Bock, gegen Lanchers zu kämpfen. Ich laufe einfach mal durch. Vielleicht sieht mich keiner. Ja, egal, ich werde eingezingelt von der Karnabagas. Ey, wisst ihr nochmal, beim irgendwie vorletzten Part oder... Ist schon eine Weile her, also ich glaube, mal zu drei, vier Part. Wo wir diesen einen Karnabagas gesehen haben, den wir nie angreifen konnten. Und was war das? Der hat mir eine ganze Magie weggefetzt, geil. Fair. Okay, jetzt bin ich wieder schlecht gerade. Aber erinnere dich noch dran, das war richtig cool. Der eine, der so rumgebackt hat, den wir nie angreifen konnten. Ja, von mir ist das kannst du... Komm, warte, ich zieh mich an den dran. Weil ich cool bin. Geil, bringt nichts. Ja, egal, greif mich doch an, ich habe jedenfalls keine Magie mehr. Ich stelle sie aus, bis sie meine letzte Magie noch machen. Was kommt hier hinter mir? Ach, geil! Okay, aber eine normale Waage. Wo kommt der her? Ich bin weggejumpt, aber egal. Oh. Gut, der ist auch weg. Kommt da jetzt noch die Lancer? Bei meinem Glück kommt sie. Zack, zack, zack. Ey, man regeneriert sich eigentlich mal lieber. Oder bleibt jetzt immer so. Ja, ich hasse dich auch, Bargers. Komm, geh. Down. Okay. Ging ja halbwegs irgendwie. Eher nicht. Beklauen wir den mal. Obwohl, ich glaube, mit dem Gold kann er eh nicht anfangen. Selbst wenn er doch leben würde, könnte er eh damit nicht anfangen. Soll in eine Stadt gehen und so sagen. So wie nix, der Troll. Der geht in eine Stadt und denkt, der wäre Mensch. Okay, wenn ich mir nicht ganz irre, waren hier unten die... Wichtig, ich hoffe, sind wirklich nur wichtig. Wenn es wirklich nur wichtig sind, dann habe ich kein Problem damit. Auch wenn es pestkranke wichtig ist. Ach cool, ich habe mich festgebackt. Ja, geil. Und jetzt bin ich vergiftet. Und festgebackt.
Aber ich konnte gerade nicht vorwärts gehen. Das war natürlich richtig gut gerade. Stirb nicht. Bist eigentlich immer wert, dass man dich anzaubert, aber trotzdem. Gut, hier ist der E-Ring. Schauen wir mal, sind die gut? Nee. Komm, schließen. Und was ist hier in der Truhe? Ach. Boah, Glück gehabt. Werkes Kappe. Ist auch nicht gut. Große Affiliierung. Nehmen wir mit. Gut, ich würde sagen, ich tue jetzt erstmal hier meinen Trank einsetzen, weil ich kann mich ja hier ganz in die Nähe wieder hinporten. Oder nee, ich gehe ja noch zur Höhle hin. Und dann porte ich mich weg, denn da muss ich noch weniger gehen. Und ich hoffe, ich laufe nicht gegen zu viele Trolle. Scheiße, 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 scheiße. Durchrushen, 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 durchrushen. Durchrushen, 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 durchrushen. Ah! In die Höhle gerettet. Okay, aber bevor, ich will jetzt noch nicht reingehen. Ich wollte ja nur reingehen, dass ich halt den Ort entdeckt habe, dass ich mich da gleich wieder hinpocken kann. Das Tor verspielt sich. Ach so, müssen wir nochmal. Aber das will ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt hier die Quest abgeben und mich heilen lassen. Belohnung einfordern. Ja, ich glaube, der ist in der Stadt in Emer, oder? Ne, okay, dann ist halt in der Helmberg-Festung. Gut. Puh, von mir aus. Kein Problem, kein Problem. Aber trotzdem muss ich dann nochmal nach Emer und mich heilen lassen. Oder war das Emer? Ne, es war Alten. Alten, ja. Coole Musik mal wieder. Und was hast du zu sagen? Willkommen. Wie würde es Grian ausdrücken? Der Auftrag in der verlassenen Ebene? Man muss schon ziemlich speziell sein, um einen Ring aus einem derartigen Grab zu ziehen. Hier ist euer Geld. Sekunde. Habt ihr euch auch die Hände gewaschen? Das mit dem Spezielltuch ist einfach mal hier als Lob ansehen. Bis zum Tod der scheidet. Ja, sehr schön. Heißt eigentlich nicht, bis der Tod entscheidet? Egal. Okay, gut. Port mich weg. Ah, da kann ich auch nochmal gleich mal wieder ein paar Armbänder abgeben und nochmal hier Gold einsacken. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Doch, da ist er. Östlich der Heide findet die. Aber mit etwas Glück kann ein Oh, tatsächlich! Endlich Na, das sehe ich doch gerne. Endlich merken diese bewahrt den Frieden. Was nur? 1500. Ach komm, nur 3000 Gold. Ich habe doch schon mal 27.000 Gold oder so bekommen. Bin traurig. Warum gehe ich überhaupt hier? Warte, ist hier? Nein, hier ist kein Heiler. Ich weiß gar nicht, wo der Heiler denn ist. Könnte es sein? Könnte es sein? Ja, hier war sie. Willkommen in der Schmiede. Nein, hier war es nicht. Aber ich weiß schon, ich weiß, wo die ist, ja. In dem ersten Haus, das ist sie. Ja, für die haben wir auch mal eine Quest gemacht. Und trotzdem zuckt sie uns immer voll ab, wenn wir da irgendwie uns heilen lassen wollen. Das kostet immer saumäßig viel, das finde ich voll fies. Ein Kunde. Alchemielabor, da tue ich jetzt gleich mal. Nein, nicht experimentieren. Herstellen. Trank. Kein Trank mehr. Okay, einfach Mana-Reaktion. Können wir auch mal machen. Können wir eh noch einmal machen. Schicksalstrank, ja, den würde ich gerne mal brühen, aber dafür brauchen wir Alchemiekunst erstmal auf höchster Stufe. Denn dafür müssen wir 4 Sachen gleichzeitig reinmixen und das können wir erst, wenn wir es auf Vollstufe haben. Askel lässt mich jetzt wieder mithelfen. Danke. Ja, und trotzdem 2600. Seht mir diese Rechnung. Es war schön, sich mit euch zu unterhalten. Ja, mit dir nicht, du hast mich abgezockt. 2600 Gold, echt, Mann. Für eine kleine popelige Heilung. Ein Kunde. Nein. Okay, porten wir uns zur Höhle. Bitter Wölbe. Ich brauche echt mal hier Erfahrung. Ich glaube, ich stelle mich jetzt mal irgendwie hier mal in die Gebirge und lass mich von Monstern hier zusammenhauen. Und töte sie natürlich dann auch. Damit ich hier Erfahrung mal zusammenbekomme. Es kotzt mich so an, dass ich so wenig Erfahrung habe. Und dabei habe ich gedacht, dass ich echt irgendwie gut dran bin, weil ich mache ja wirklich viel Kaffee. Ja, in der Fall ist das. Egal. Tyrannosing und Popuna irgendwas. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Glaube ich. Wahrscheinlich werde ich mich verirren. Auch wenn die Höhle eigentlich nur eine gerade Strecke ist. Ich werde mich trotzdem verirren. Sehr leicht aufbrechen. So. Zack, zack. Ach geil, die Kobolde sehen uns eh. Warum sind die überall Kobolde echt? Voll böse. Jetzt einer wirft gleich eine Bombe. Ich wusste es. Ich habe nur gedacht, das wäre der da hier. Den habe ich nicht mal gesehen. Wo kommst du eigentlich her?
Egal. Jetzt gehst du da zurück, wo du herkommst, aus dem Schlund der Hölle. Okay, ey, wenn man von Kobold bekommt und Zombies, sieht mir nicht erfahren. Das finde ich echt schade. Okay, Mittel. Komm. Ja. Schleichers Langschwert. Ist das. Oh, das ist ja besser als das meins. Cool. Okay, Galfor. Schätze, erhalten. Jo, Gemälde von Galfor. Cool. Weichkrabbeler Pulver, nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir mal hier lang. Was gibt's hier denn Schönes? Ach, hallo meine Freunde. Nein, nein, nein. Oh, was hier ein Schicksal Modus. Abrechnung muss sein gesagt. Sackabum. Ach komm, kein einziger Stone. Kack Magie. Ich hab gedacht, die bringt was. Ganz ehrlich, alle Magier haben immer so viele Zaubertakten wieder. So Wirbelstürme mit. Oder sie können die ganze Zeit fliegen und was können wir? Wir können gar nichts mit unserer Magie. Wir können immer nur so einen coolen Blitz drauf haben, so zack. Der Blitz ist auch cool, aber es zieht so wenig ab. Ja. Nett. Ja, aber die Quest ist jetzt echt nicht so schwer. Sammeln das Großschwert, ja, aber es ist ein Großschwert und ich mag keine Großschwerter. Ich meine, wenn wir irgendwann mal ein Upgrade machen könnten, mit dem wir wirklich so Großschwerter so richtig schnell schwingen könnten, dann würde ich sofort Großschwert nehmen, aber davor nicht. Denn ich will lieber so mit meinem coolen Schwert hier kämpfen. Butcher! Ich habe jetzt keinen Bock, ich mache jetzt den hier Zauber hier. Jetzt hau ich einfach hier drauf. Zack, zack. Aber der Zauber gefällt mir eigentlich. Das ist echt so ein Zauber, ja, ich habe keinen Bock, mich treffen zu lassen. Falsch. Ich habe keinen Bock, dass mich irgendwas auffällt. Ich will einfach nur draufhauen. Bis die schwarze Kraft. Okay, merken, die letzte Attacke bei Kobolden, die trifft dann immer. Das Ende kommt nicht, ja. Zack, 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 zack. Weg da, blöder Kobold. Okay, gut, was ist hier noch so schönes? Oh, eine Kiste, ganz versteckt hier. Falle natürlich. Cool. Ein Eichenholz-Stockstab. Der sieht aber irgendwie richtig gut aus, nehmen wir mal. Okay. War's das? Ja, gut. Ich habe gedacht, ich hätte noch irgendwas anderes sehen müssen. Okay, gut, dann laufen wir mal weiter. Skularschulpen. Nee, müssen wir nicht mitnehmen. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Und holen uns die letzten zwei Sachen. Dann können wir auch wieder aus der Höhle raus. Ich hoffe, da gibt es irgendwo eine Tür, damit wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Ja, ich weiß das. Oh, wie aussieht, ist da ein richtig großes Lager. Nein, nein, ich will die keine Scherben mitnehmen. Ach, schön, das ist ja schön. Okay, da vorne ist das Hauptlager der Kobolde. Wann regeneriert sich eigentlich mein Leben mal wieder? Ach, ich hab jetzt keinen Bock drauf. So geht es schneller. Der Zauber sieht echt geil aus. Ich finde es so schade, dass man den nicht benutzen kann, während man geht. Ich komme nicht für einen wegstealthen, das stört doch keinen. Das war's dann. Oh doch, ein Yes, ein Wechselfeld. Ja, der Rest hat mich gesehen, das ist mir scheißegal. Zack. Hallo. Kobold Nachtklänge, den machen wir auch noch fertig. Hallo, weg da. Mann, ihr nervt mich. Ey, bei den letzten. Von der letzten Attacke von den Kobolden muss man sich echt achten. Die zieht saumäßig viel ab. Und man kann sie nicht blocken. Scheiße, ich kann keinen Trank. Keinen Zauber mehr. Egal. Machen wir die also alle. Zack, zack. Jump. Jam. Jam. Und das war's dann von unserem kleinen Nebengold. Oh, ein Gold. Yes. Und da ist die Jadeurne auch noch dabei. Gut, damit haben wir alles und können aus der Höhle wieder raus und die Quest abgeben. Aber das müssen wir erst im nächsten Part machen von Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis zum nächsten Mal. Ciao.